Wenn ihr jemand seid, der sich in den Arsch treten muss, um einen Film mit der eigenen Kamera zu drehen, dann solltet ihr es gar nicht erst machen. Also wenn ich nicht den eigenen Impuls habe, unbedingt einen Film machen zu wollen, dann sollte man, glaube ich, keine Regie machen. Man liebt eher die Idee, Regisseur zu sein, aber nicht Regie zu machen. Ja. Viele, viele Leute möchten Regie machen. Eigentlich, ich glaube, fast alle, die sagen, ich möchte Filmemacher werden, sagen als erstes, sie möchten Regisseur oder Regisseurin. Ja. Ein Gast hier hat mal gesagt, Regisseure gibt es wie Sand am Meer aktuell. Ja? Und jetzt möchte ich von dir mal wissen, welche Art von Leuten sollten nicht Regisseur werden? Welche Art von Einstellungen und Fähigkeiten zeichnet dich aus, dass es eher nicht dein Fall ist? Ja, gute Frage. Und das ist natürlich, ja klar, das beschäftigt mich natürlich auch, weil ich ja an der Hochschule arbeite mit werdenden Regisseuren und man sieht halt, wie viele es gibt, ne, jedem Jahrgang, und wir sind ja nur eine von einigen Schulen in Deutschland. Und der Markt kann das ist halt ein Traumberuf. Ne? So, es gibt auch Schauspieler wie Sand am Meer und Regisseure, das sind so die beiden Berufe, glaube ich, die einfach sehr viel mit Hoffnung zu tun haben und mit Vorstellungen und manchmal eben auch mit falschen Vorstellungen. Also, wer sollte nicht Regisseurin oder Regisseur werden? Erstens, Menschen, die glauben, sie sind total begabt und müssen nur entdeckt werden. es gibt halt bei allen, das ist wirklich nicht nur Regie, aber bei allen Traumberufen gibt es leider, ja, vielleicht mehr als früher so eine es gibt halt diesen Traum und manchmal denkt man, es ist halt so ein bisschen wie The Voice oder so. Also da irgendwo ist da eine Jury und die entscheiden dann, ob mein Talent gesehen wird. Talent ist total wichtig. Ohne Talent macht es keinen Sinn, Regie zu machen. Aber ich finde, nicht nur, also ich meine jetzt nicht nur preußische Disziplinen wie Fleiß und Ehrgeiz, sondern ich meine auch, eben diese Portion Wahnsinn, dass man diesen Fleiß halt automatisch mitnimmt. Also sozusagen, wenn ihr jemand seid, der sich in den Arsch treten muss, um einen Film mit der eigenen Kamera zu drehen, dann solltet ihr es gar nicht erst machen. Weil, also wenn ich nicht den eigenen Impuls habe, unbedingt einen Film machen zu wollen, dann sollte man, glaube ich, keine Regie machen, weil dann hat man vielleicht einen eigenen Impuls für andere Sachen und ist man da besser aufgehoben. Weil man dann eher die Idee lebt, man liebt eher die Idee, Regisseur zu sein, aber nicht Regie zu machen. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine Falle, ja. Das ist eine häufige Falle. Weil es ist halt, ja gut, das klingt jetzt wie so ein abgedroschenes Geschwätz, aber es ist halt ein sehr kompetitiver Job. Es gibt eben so viele. Es ist sehr schwer, sich da irgendwie durchzuboxen und Film zu machen. Es reicht nicht zu sagen, ich finde die Idee so toll, das zu machen, und ich finde das so faszinierend, diese Welt, sondern man muss eigentlich irgendwie sich selbst fast schon nicht, also keine Alternative haben. Es gibt so ein Buch für Schauspieler von M.K. Lewis, ein Schauspieltrainer, der gestorben ist, der aber in Köln auch viel unterrichtet hat an der IFS, wo ich studiert habe. Und der hat sein allererstes Kapitel, da ging es jetzt um Schauspieler, ne? Ich würde es jetzt mal übertragen. Sein erstes Kapitel, das Buch ist quasi so ein Guide, wie man, wenn man nach Hollywood zieht, Schauspieler quasi Fuß fassen kann in dieser Branche als Schauspieler. Und das erste Kapitel ist eigentlich allen Käufern des Buches herauszureden, dass das eigentlich eine dumme Idee ist. Die Mark Hamill-Methode. Ja, genau. Und der letzte Satz ist dann, und wenn ihr jetzt immer noch weiterlest, dann seid ihr hier richtig so. Also wenn man meint, man könnte vielleicht auch was anderes machen, dann sollte man sich genau überlegen, was das sein könnte, und es ernst nehmen und sich überlegen, ob man das wirklich machen könnte. Und wenn man dann aber zu dem Schluss kommt, nee, ich könnte das andere eben eher nicht machen, dann ist man richtig. Und wenn man sagt, ja, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, was anderes mit Medien zu machen, dann muss man sich das nicht antun, weil es ist schon hart, Regie zu machen. Also, es ist nicht nur ein Ehrgeiz, es ist so ein Eigenantrieb, den muss man haben. Man sollte vielleicht nicht unbedingt Spielfilmregie machen wollen, wenn man Angst vor Schauspielern hat oder halt sich wirklich mehr für die Technik interessiert. Es gibt sehr viele, die wirklich sehr begeistert sind von allem, was geht, aber es gibt so viele, so großartige Berufe beim Film. Es wäre wirklich schade, wenn man immer nur sozusagen die Regie oder den Regisseur
das ist wirklich nur einer von so vielen. Das sind so tolle Berufe. VFX, SFX am Set, Szenenbild, Kostümbild, organisatorisches. Es gibt so viele, ich kenne ja auch selbst viele Studenten, die dann mit Regie anfangen und während des Studiums eine Leidenschaft für Produktion entwickeln oder für Sounddesign entwickeln. Das, wir brauchen diese Menschen und das sind super Jobs. Und es sind auch Jobs, wo du Geschichten erzählst. Als Editor zum Beispiel erzählst du genau. Ja auch, kreierst du ja auch den Film. Genau, im besten Falle sind das nicht nur wichtige, oder das sind, also im besten Falle sind das halt eben wesentliche Jobs für Storytelling, genau.